Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und wir haben eine silberne Zunge. Unsere Boten haben in ein Dorf in der Fremde eine Frau getroffen, die mit der Überredungskunst gesegnet zu sein scheint. Wir könnten sie als Unterstützung dafür, sie als Unterstützung für zukünftige Verhandlungen mit fremden Nationen anheuern. Ja, natürlich. Militärstörung. Einheit eurer Armee bestochen. Kind ist geboren. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei von den goldenen Pikinieren. Das darf doch nicht wahr sein. Natürlich. Ja, das war klar. Diese. Und hier kommt jetzt auch nochmal die. Ja, ich gehe trotzdem hier hin. Also das wird, wird dann nächstes Mal übernommen. Ich greife mal hier an und nehme den auch noch mit. Ich erwarte eure Befehle. Kann ich euch behilflich sein? Apate hat mich vieles gelehrt. Ah Gott. Diese Agenten, ne? Die sind echt sehr, sehr blöd. So, dann gehe ich nach da drüben. Du kannst eigentlich hier stehen bleiben, nicht? Der ist schon 68. Der ist schon 68. 10 auf Kinder bekommen. Das mache ich mal weg. Mache ich mal Rüstung. Weil Kinder bekommen, das ist jetzt für andere wichtiger. So. Ja, kann ich gerade nicht machen. Kann ich auch gerade nicht machen. Gut. Dann hier oben. Einfach einnehmen. Sollen wir... Mache ich nicht. Ich mache hier das da und das da. So, hier muss ich halt schauen, dass die bald in die Schranken gewiesen werden und ja, kann das ja nächste Runde dann machen. Baubericht, Quartiermeister, Provinz unter Kontrolle. Das ist alles wunderbar. Erkenne ich keine neuen. Doch, kann ich. Hier, ausweichen. So, kann ich noch was Neues machen? Oh, wow. Okay. Dann mache ich hier einen neuen. Aha. Also die beiden mache ich hier. Für die beiden. Du hast hier keinen. Und du hast keinen. Oh je. Warte. Du bekommst dann. Was macht der? Verstärkungsrate ist auch gut.
Und du bekommst dann. Ah, das sind alles. Die bringt's alle nicht wirklich für. Für eine Armee. Wenn dann noch das da. Wachstum. Da machen wir mal einmal. Nein. Den Dude. Der wird den dann beraten. Dann machen wir hier in Alexandria nochmal die. Und ja, die andere lasse ich mal erstmal. Der bekommt nichts, weil der ja nicht zu uns gehört. Und dann geht's weiter. Natürlich werden hier jetzt noch, ich würde schätzen, ja, mindestens, ja, wahrscheinlich mindestens eine Einheit noch weggehen, wahrscheinlich auch wieder die goldenen Pikniere. Gold, das großzügige Gift. Ja, Militärbündnis ist ganz gut. Militärbündnis habe ich nichts dagegen. Mein Herr ist gewillt, das Schwert abzulegen. Er ist nicht offen. Ich mache dieses Angebot im Namen meines Gebieters, ehrlich? Denn er ist Herrscher aller Menschen und Okay. unübertroffen. Ich hatte gehört, dass ihr so langweilig seid wie ein stures Kamel. Doch dies stimmt nicht. Doch, das stimmt nicht. Du schon wieder. Jetzt greift er mit beiden an, ne? Ich will es noch mal probieren. Auch wenn die da sind halt richtig hässlich. Sind wir hier? Es nähert sich feindliche Unterstützung. So, bin mal gespannt, wie es dieses Mal läuft. Also. Sieht wieder gleich aus. Ich erwarte eure Befehle. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Der wirft halt einmal hier rein und hat schon 1000 Tode. Aber ja, okay, der Unterschied ist halt, seine sind angeheuert und meine ist nur eine Garnison, also. Okay, jetzt funktioniert es schon ein bisschen besser. Bisschen sehr viel besser. Unser General wird angegriffen.
Die Frage ist, wie ich an die rankomme. Ich könnte außen rum gehen, bis ich dann hier bin. Ich glaube, das macht dann trotzdem Sinn. Ich glaube, das lohnt sich trotzdem. Hey. Die halten die schon ziemlich krass lange auf, ne? Also finde ich richtig gut. Wanken. Oh, wir haben keine Chance gegen die jetzt. Okay, ich werde mal fliehen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Vielleicht wird er jetzt dann auf ihn gehen. Das ist meine Hoffnung. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, er ignoriert meinen General einfach. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Er geht einfach hier vorbei. Ja, wunderbar. Ja, nice. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Tja, dann muss ich hier auch weggehen. Ja, cool. Ja, klasse. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Weh, du wankst jetzt. Was für ein Depp. Der feindliche General ist tot. Unsere Männer fliehen vor der Wie hätte ich es? Also, ich überlege gerade, wie ich es hätte anders machen können. Weil, also, die beiden, in der ersten Armee waren die beiden so lala. Haben schon viel Damage gemacht. Aber. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so in Erinnerung, dass die so ultra viel Damage machen. Ja, da brauchen wir nichts zu machen. Das bekommt dann die zweite Armee von mir. Also die Armee, die in Nordafrika stationiert ist, bekommt das Ganze dann. Oder die ganze Erfahrung. Hier ist natürlich sehr ärgerlich, dass er das einfach nur erobern musste. Also nicht erobern, sondern einfach besetzen musste. Das ist ein bisschen nervig. Okay. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Thank you.
So, Rang erhöht. Forschung abgeschlossen. Einheit bestechen. Natürlich hat die sich aufgelöst. Werden. Also hier. Fehlleitung. Dann du. Nein. Du gehst hier rein. Und du. Könnte ich sogar automatisch machen. Die Frage ist, ob ich das automatisch machen soll. Das können wir, also das machen wir automatisch, weil hier ist keine Dame drin. Sollen wir das automatisch machen oder nicht? Also wäre, glaube ich, ziemlich interessant, das zu sehen. Aber dann bekomme ich natürlich mehr Verlust. So. Du gehst jetzt mal hier hin. Ah, kannst du auch nicht. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin und schaust weiter. Militärausbildung machst du hier. So. Wie sieht's denn gerade aus? Hier oben sieht's ganz gut aus. Da fehlen eigentlich nur noch wirklich. Ah, da fehlt nichts mehr. Gut, da oben bin ich jetzt fertig. Super. Hier unten. Genau, Armenien und hier die da. Auf jeden Fall nervig genug. So, dann schnabulierst du mal jetzt runter und natürlich ist dieser... Ach Gott. Natürlich bist du jetzt abtrünnig geworden, ne? Okay, so ein hoher Fuzzi war das noch gar nicht, zum Glück. Zum Glück. Gut, dann hole ich mir mal die zurück. Dankeschön. Jetzt schon, wow. Ah, okay, das war ja für die Armee quasi nicht die erste Schlacht. So, du wirst Stratege. Ja, du bist eine Strategie. Du bist eine Frau. Das heißt, du bekommst hier plus 10% auf Kinder. Oder plus 10 Kinder, so. Plus 10 Kinder, hui. Genau, dann holst du dir noch den letzten Steinschleuderer. Super. Dann hier unten. Also, die habe ich gerade eingenommen. Hier wäre es, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich die doch kämpfen würde.
Stadt. Weil, weil dann kann ich die beiden töten. Die Frage ist, ob ich... Nee, ich hab nur von denen noch welche. Die ist zu alt, die ist zu alt, die ist zu alt. Die ist noch wahrscheinlich zu jung. Befördere ich trotzdem mal. Ah, jetzt. Ja, 23, natürlich ist sie nicht zu jung. So, die hat einen religiösen Ehemann. Das ist natürlich cool. Hier, leichtes Mädchen bekommt... bekommt das Mädchen... Ja, okay. Oh. Küchengöttin. Ist die das? Ich glaube schon. Das ist ja schön. So. Die werden hoffentlich auf jeden Fall Kinder bekommen. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal einen von mir, den da, den religiösen Mann. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Runde warten soll und dann angreifen, dann wäre nämlich die Flotte auch dabei. Aber das Problem ist, das Problem dabei ist dann, dass er noch eine Runde lang Zeit bekommt, die zu schädigen, wobei das hat er ja so oder so. Also kann ich getrost das wirklich machen lassen. Was machst du hier? Öffentliche Ordnung. Ich mach mal Forschungsrate. Können sie zweimal. Königliche Garde. Mal sowas bekommen, das ist natürlich super. Verstärkungsrate finde ich sehr schön. Und die letzte Mauer. Ja, denn das ist ja der Dude hier. Die letzte Mauer, warte. Die Verteidiger des Olymps. Das nenne ich mal anders. Schattenkämpfer. Das ist cool. Schattenkämpfer. Nice. So, auch wieder eine Anlehnung an den 300-Film. Warte. Achso, nee, die, warte. Die nenne ich so. Dann Köpfer. Und die da oben nenne ich Tod der Barbaren klingt so blöd. Was haben wir eigentlich? Also wir haben
Spartas Mythos, königliche Garde, Sparta lässt grüßen, die Unbesiegbaren, die letzte Mauer, Schattenkämpfer. Dann machen wir hier, weiß ich noch nicht. Mal schauen. So. So, Schattenkämpfer und mal schauen. Schauen wir mal. Gut, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und nächste Runde werden wir hier fett angreifen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.